Wir haben uns gestern Abend getroffen mit dem Organisator des Kongresses in einem sehr schönen Lokal am Platzl, das gehört Herrn Schubeck, und haben dann nochmal seinen Auftritt besprochen. Sie wissen ja, heute ein Vortrag steht ja schon im Programm drin, und wir haben ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, ehrlich gesagt, ihn ans Ende des Programms zu setzen, weil ich glaube, es ist wirklich eine große Ehre für uns, dass er kommt und diesen Vortrag hält, und haben uns deshalb entschlossen, beziehungsweise auch auf Wunsch des Tagungspräsidenten, das Programm etwas umzustellen, damit auch die vielleicht zum Flieger müssen, den Vortrag, den ganz wichtigen Vortrag von dem Alfons Schubeck wirklich zu hören, auf den wir alle warten. Und deshalb sind wir ja da. Wer interessiert sich schon für die Klappen? Wir alle wollen den Vortrag von Herrn Schubeck hören. Und deshalb darf ich jetzt den Tagungspräsidenten Sigi Silber bitten, unseren eingeladenen Redner anzukündigen. Lieber Sigi. Ja. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Der besondere Gast ist unser Highlight immer auf diesem Kongress. Und letztes Jahr, für diejenigen, die dabei waren, wissen Sie, war der besondere Gast der Professor Grünzig, der über seinen Bruder Andreas Grünzig, den Erfinder der PDCA, gesprochen hat. Und die Frage ist, wer ist dieses Jahr der besondere Gast? Und das ist, wie schon angekündigt, Herr Schubeck. Nun, Herrn Schubeck in München vorzustellen, es ist so wie Wasser in die Isar tragen oder Bier ins Hofbräuhaus, nicht? Also was will man dazu sagen? Ich habe mir aber trotzdem ein paar Gedanken gemacht, wie ich Herrn Schubeck ankündigen kann. Und zwar, wenn man so nachdenkt, was zeichnet eigentlich einen erfolgreichen Arzt aus? Und da habe ich mir gedacht, naja, also zunächst mal ist ein erfolgreicher Arzt jemand, der seinen Beruf als Berufung ansieht, wirklich überzeugt ist von dem, was er tut. Und Herr Schubeck hat da wirklich eine deutliche Parallele. Er ist absolut berufen. Ja, er ist nicht nur der berühmte Herr Schubeck, Sternekoch und so weiter, sondern wenn man ihn hört, dann merkt man so richtig, wie sein Temperament mit ihm durchgeht und er absolut überzeugt ist von dem, was er tut. Und er ist auch ganz überzeugt, wie wir hören werden, dass er was Gutes tut. Nächster Punkt, ein guter Arzt ist beharrlich, der weiß, was er will und setzt das auch durch. Und wenn man sich mit dem Lebenslauf von Herrn Schubeck näher auseinandersetzt, ich verweise hier auf die Wikipedia-Website, dann sieht man wirklich seinen beharrlichen Lebenslauf. Bei dieser Gelegenheit möchte ich hier hinweisen, hier sehen Sie, er ist im Mai 1949 geboren, ein wirklich exzellenter Monat, ein exzellenter Jahrgang. Ja, einige wissen, warum ich das sage. Drittens, ein guter und erfolgreicher Arzt wählt seinen Wirkort an guter Lokalisation. Der beste Arzt kann natürlich gut sein, aber irgendwo auf der grünen Wiese, da wird es schwierig. Und auch hier, na gut, Nudeln, glaube ich, kann ich jetzt schon auch mittlerweile kochen, was nicht so einfach ist, wie ich gelernt habe. Ein guter Arzt hat einen Schwerpunkt. Er muss für irgendwas Spezielles bekannt sein, muss spezialisiert sein. Und auch das hat Herr Schubeck mit einem erfolgreichen Arzt gemeinsam. Sein Schwerpunkt, wie wir hören werden, sind die Gewürze. Und ich kann an dieser Stelle nur jedem raten, diesen neuen Gewürzladen anzuschauen. Das schaut fast aus wie eine Apotheke hier, so ein Apothekenschrank, die Gewürze als Medizin. Und auch hier, Herr Schubeck betreibt wirklich das Ganze wissenschaftlich. Und wie so früher die Ärzte das gemacht haben, macht auch er eigene Medizin. Ich weiß, ob Sie das lesen können. Das ist Schubecksche Currygewürz. Würde auch mal interessant zu sein, was da genau drin ist, wenn Sie es überhaupt verraten. Und ein guter Arzt, das gehört auch dazu, publiziert. Publikationen. Und wenn man sich das hier ansieht, das ist ja hier nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Herr Schubeck überrascht immer wieder, ich weiß gar nicht, wann er das alles macht, mit einem neuen Buch. Das gehört dazu. Nun, ein guter Arzt ist auch gesellig. Und auch da hat Herr Schubeck das mit hier vielen Leuten gemeinsam. Ein wirklich geselliger Mensch, der auch hier sich mit Alt und Jung hier auseinandersetzt. Last but not least, ein guter Arzt lebt gesundheitsbewusst. Und auch hier habe ich eine Dokumentation, um zu zeigen, wie gesundheitsbewusst Herr Schubeck lebt. Ups, jetzt wird es schwierig. Machen wir einfach weiter. Jawohl, genau. Ich weiß nicht, das ist, wie lange das war, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und 20 Jahre. Und die Frage ist, ob Sie erkennen können, wer hier ist die Hand, wer ist der Trainer von Herrn Schubeck? Arni, genau, das ist Arni. Und damit komme ich schon zur letzten Abbildung hier. Ein gesundheitsbewusstes
leben. Und lieber Herr Schubeck, wir freuen uns alle ganz besonders, dass Sie hier sind. Vielen Dank, und ich halte auch euch nicht lange auf, weil da gibt es ja viel interessantere Dinge, als über das Kochen zu reden. Aber bei mir ist so, ich koche jetzt seit 40 Jahren. Dieses Pudel war übrigens 20 Jahre alt. Da habe ich mit dem Schwarzenegger in Mexiko ein bisschen trainiert, und der ist früher immer nach Waging gekommen. Ich war 30 Jahre in Waging, und die Mutter hat ja in Graz gewohnt, und dann deswegen haben sie sich in Waging immer getroffen, und dann, wer will mit dem nicht gerne mal trainieren. Ja. Aber das Faszinierende war für mich, dass er mit Gewichten trainiert hat, die zu einem gepasst haben, und nicht gesagt, jetzt leg einmal auf, du hast da keine Kraft, sondern genau das Gegenteil hat er gemacht. Er hat versucht, dass keine Verletzungsgefahr entsteht und dass die Wiederholungen vielleicht etwas höher waren und die Pausen etwas kürzer. Und der Muskel wächst ja nicht durch schwere Gewichte, sondern durch die Intensität, die man da ein bisschen herbringt. Aber wie gesagt, ich habe dann 30 oder 20 Jahre wieder nicht mehr trainiert, wie das halt so ist. Ich habe jeden Tag den Trainingsanzug angezogen, habe beim Fenster rausgeschaut und habe gesagt, hoffentlich regnet es gleich. Aber dem war nicht so, und deswegen habe jetzt vor 5 Jahren wieder angefangen und fahre jede Nacht nach Gilching raus. Da habe ich einen Osteopathen, der ist Heilpraktiker und war mal Weltmeister im Bodybuilding. Und mit dem trainiere ich jeden Abend eine Dreiviertelstunde, 15 Minuten am Radl und 30 Minuten mit den Gewichten, also ebenfalls auch mit leichten Gewichten. Habe dabei mein Gewicht ein bisschen reduziert und fühle mich jetzt bin ich 60, jetzt komme ich in die Jugend des Alters und fühle mich eigentlich topfit. Ich wohne im 5. Stockholm. Vor 3 oder 4 Jahren bin ich dann aufgegangen und habe am 3. Stock gesagt, das ist eine schöne Aussicht, weil ich nicht mehr weitergekommen bin. Und jetzt tue ich mir einfach ein bisschen leichter, aber das geht halt nur das Kontinuierliche. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, ich wollte eigentlich ein bisschen was über das Kochen sagen. Ich war der Erste in Deutschland, der für regionale Küche eine Auszeichnung gekriegt hat von Michelin, einen Stern, und von Gomio, die haben mich 1989 zum Koch des Jahres gemacht, denn damals war es sehr, sehr schwer, aus Deutschland gute Produkte zu bekommen, die in dieser Klasse dann auch, sagen wir mal, von den Testern respektiert werden. Ich habe versucht, die Jahreszeiten wieder mit einzubeziehen, denn das, was die Leute ein bisschen vergessen haben, sind eben die Jahreszeiten. Und wenn es an Weihnachten auf der Speisekarte Walderdbeeren gibt, dann kann man den Koch jetzt nicht unbedingt sagen, dass er hell auf der Platte ist, sondern er versucht halt mit Sicherheit auf der Speisekarte was zu machen, um Gäste zu beeindrucken. Aber nach dem Krieg oder während des Krieges habe ich mal feststellen können, wer überhaupt kochen kann. Denn wenn man mal schaut, was die Leute da aus Kartoffeln gemacht haben, da haben sie noch gescheite Kartoffeln gehabt. Und wenn ein Koch eine gute Kartoffelsuppe kochen kann, wie muss bei dem erst die Hummersuppe schmecken? Aber wenn man jetzt einmal so einen kleinen Step macht, dann braucht man ein gutes Grundprodukt. Ja? Und wenn man sich das nicht wertig ist für seinen Körper, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn der Körper nicht mehr funktioniert. Und wenn man das über Jahrzehnte dann macht, dann fällt es halt irgendwo. Wenn man, also ich vergleiche es immer gerne mit dem Auto. Die Leute, also ein Auto wird ja nie ein schlechtes Öl nehmen. Das wird ihm gar nicht einfallen. Es wird kein Meter mehr fahren, macht es tuk tuk und aus ist er. Ja? Und wenn der Liter 42 Euro kostet, macht er nichts, ist ja fürs Auto. Und selber haben sie daheim ein Öl steht, das kostet 3,80 Euro. Das ist ja Olivenöl, kalt gepresst, das kannst du alles vergessen, den Schmarrn. Das ist kein Tropfen, das ist kein Makel nicht wert, sondern das ist einfach der falsche Ansatz, dass man Geld, wo investiert, das eh rostet. Wäre viel gescheiter, dass man in seinen Körper was investiert, dass er nicht rostet. Aber das ganze Problem beim Kochen ist nicht nur das gute Grundprodukt oder das Bioprodukt, wo ja auch nicht immer alles so ist, wie es sein soll, sondern der Schlüssel beim ganzen Kochen ist und bleibt die Temperatur. Und wenn Sie halt 100 Köche hergeben, dann kochen 500 zu heiß. Und wenn wir jetzt bei den Ölen sind, dann muss man sagen, die Leute nehmen meistens die falschen Fette und Öle zum Braten her. Sie braten auch in viel zu viel Fett. Sie machen das Fett zu heiß, das Fett dreht. Das wissen Sie ja selber. Und irgendwann kommen dann, wenn Sie es zu heiß haben, diese Transfette raus. Das Schlimmste ist eigentlich. Oder Sie nehmen komplett falsche Fette her, oder Sie braten in Butter und der verbrennt dann, außer was die Inder machen. Man könnte in Ghee anbraten, weil das Eiweiß heraus, das geht ein bisschen. Auch Olivenöl eignet sich, weil das hat zwar kein Omega-3, aber es hat ein bisschen Omega-6 und Omega-9 und das geht zum Anbraten, wenn man ganz wenig hernimmt. Und mein Spezialgebiet ist natürlich, oder wären natürlich die Gewürze, und was vielleicht viele überhaupt nicht wissen, zumindest die Köche nicht, dass die Gewürze von allen Lebensmitteln auf der Welt die höchsten Radikalfänger sind. Die Nelke ist der höchste Radikalfänger, das wird in Millimol gemessen, er hat 123,4 Millimol. Und die Ärzte haben im Krieg, als sie kein Desinfektionsmittel hatten, die Hände sich in Nelkenwasser gewaschen und auch die Wunden wurden mit Nelkenwasser ausgewaschen. Dann kommen 50 Kräuter und Gewürze.
Und das beste Gemüse, das es gibt als Radikalfänger, ist die Artischocke. Die hat 4,4 Millimol und wenn Sie den Kopfsalat nehmen, der hat 0,24 und wenn Sie den 10 Minuten im Wasser drin lassen, dann trinken Sie besser das Wasser, weil die ganzen Vitamine nämlich im Wasser drin sind. Und wenn man mal den Schritt zurück macht, dann muss man sagen, wie lange gibt es denn schon den Kühlschrank? Ja, wie lange gibt es denn? Vielleicht 100 Jahre. Also musste man das Fleisch eigentlich in Laken und in Beizen legen. Und natürlich hat es schon ein bisschen gerochen. Die Franzosen waren da ein bisschen besser dran. Die haben es in Cognac und Rotwein gelegt. Da kommt dieses Bœuf à la Motte her. Bei den Bayern heißt es dann Bœuf à la Motte. Die haben es dann in Weißwein und Essig gelegt. Das hat dann nicht so super geschmeckt. Und in Norddeutschland haben sie es nicht gescheit verstanden. Die haben das dann nur in Essig gelegt. Dann kommt da der Sauerbraten her. Also hat man dieses Fleisch genommen und hat es in die Pfanne rein da. Und da das schon ein bisschen gerochen hat, hat man gesagt, brat einmal scharf an und gib gleich die Gewürze dazu. Das Problem ist ja, in einer Küche, in der es gut riecht, ist gesundheitlich und geschmacklich im Topf nichts mehr drin. Denn alles, was aus dem Topf rausgeht, das geht nie mehr zurück. Die Vitamine sterben ihnen langsam bei 90 Grad ab. Und das, was sie essen, ist ziemlich wertlos. Da es aber gute Ärzte gibt, gute Infusionen, gute Nahrungsergänzungsmittel, gute Vitamintabletten, gute Spritzen, die können sie dann beidseitig wieder reinhauen, dann können sie wieder weiterkochen. Sollten sie aber jemals ihren Küchenvorhang waschen, dann schütten Sie bitte den Sud nicht weg, weil da werden die ganzen Vitamine drin. Ja. Und wenn man halt beim Gemüse schaut, wenn man Gemüse schneidet und man lässt es eine Stunde draußen liegen, sind 50% der Vitamine sind weg. Und wenn Sie es dann in sprudelndem Wasser kochen, sind weitere 50 weg. Und wenn Sie es einmal über 20, 30 Jahre machen, braucht sich keiner zu wundern, dass er eigentlich irgendwas mit ihm nicht mehr stimmt. Würden Sie Gemüse schneiden und es bei 78 Grad dämpfen, sind nur 15-20% kaputt. Und das Gemüse, wissen Sie, der Fehler wird da gemacht, dass das Gemüse nachher in viel Öl angebraten wird. Ich würde nie in meinem Leben ein Gemüse in Öl anbraten. Ich würde Gemüse feucht nehmen, in der Pfanne überhaupt kein Öl reingeben, ganz leicht erwärmen, dann dementsprechend die Gewürze dazu, die einfach passen. Und wenn ihr dann merkt, jetzt hat es, jetzt ist das Gemüse warm, dann tue ich ganz bisschen Salz drauf zum Schluss oder ein bisschen Chili oder je nachdem, oder Salz und Pfeffer. Und dann gebe ich etwas Olivenöl drauf, schwenke das nochmal und gebe es raus. Damit hat der Kunde zu 100% die Wertigkeit des Öls, weil es kaum mehr wie 40 Grad hat. Denn jedes gute Öl, da geht es bei 40 Grad schon los mit den Aromastoffen. Bei 90 Grad bricht Ihnen das Öl langsam ab. Und Sie können natürlich ein gutes Öl auf 160 oder 180 Grad erhitzen. Nur die Wertigkeit von dem Öl ist gleich null. Und wenn wir schon beim Öl sind, dann muss man ein bisschen sagen, die Leute, die meisten haben ja einen Omega-3-Fettsäuremangel. Warum haben sie den? Weil früher, als es noch diese Wildfische gab, die man Wildfang, da war natürlich durch das Plankton im Fisch Omega-3 drin. Heute haben wir sehr viele Zuchtfische, die werden ja mit Kanonen gefüttert, die stellen sie noch hin, machen das Maul auf und dann kurieren sie nicht mehr und dann werden sie dabei fetter. Aber mit dem Omega-3 ist es nicht mehr so. Und deswegen hat die mediterrane Ernährung ja so wunderbar funktioniert. Auf der einen Seite haben die Leute Fisch gegessen, haben sie das Omega-3 gehabt, im Olivenöl ist Omega-6 und Omega-9 drin. Dann haben sie sehr viel Gemüse gegessen, sehr viel Obst und sehr viel Früchte. Und dabei, und ein Glasl Wein dazu, das ja gesund ist, nicht? Ein Glasl für die Seele, ein Glas, das zweite fürs Herz und das dritte für einen guten Geschmack. Ein Glas, hat der Chef gesagt, darf ich trinken. Oder, der, sagen wir mal, sollten die Leute eigentlich trinken. Aber es ist wirklich so, dass der Fehler gemacht wird, dass die zu viel Öle nehmen, zu heiß das machen. Ich war neulich mit dem Bayerischen Rundfunk einmal bei jemandem, der eigentlich abnehmen wollte. Dann haben wir gesagt, wir kommen in einem Jahr wieder, haben die Mutter, den Vater, den Buben angeschaut und dann haben die ein bisschen gekocht. Und dann hat die Frau fingerdick das Gemüse in Öl angeschwitzt. Dann habe ich gesagt, was tun Sie denn damit? Sind Sie verrückt, Sie können nicht so viel Öl reingeben. Dann hat sie gesagt, das ist doch gesund, weil im Öl sind so viele Vitamine und die gingen vom Gemüse dann auch rein. Dann habe ich gesagt, jetzt wenn Sie nicht dieses Drecksöl in Ihrem Körper, dann ist überhaupt nichts mehr los. Auf alle Fälle sind wir ein Jahr später gekommen. Die Quintessenz war, dass die noch dicker waren und noch weniger sich bewegt haben. Und das, was ich eigentlich auch sagen möchte, ist, der Mensch ist vor 20.000 Jahren 23 Kilometer am Tag gegangen. Heute geht der Durchschnittsamerikaner 400 Meter und der Durchschnittseuropäer 600 Meter. Das heißt, wir essen zu viel und wir bewegen uns zu wenig. Und wenn ich zum Schluss nochmal auf die Gewürze kommen darf, dann gibt es ja ein Gewürz, das ist der Safran, das ist das teuerste Gewürz der Welt. Der Kaschmir-Safran wäre der beste, da brauchen Sie nur 80.000 Fäden, das sind so dicke Wascheln auf ein Kilo, normal brauchen Sie bis zu 240.000. Und die alten Römer haben den Leuten gegen grauen Star Safran gegeben, denn der Safran hat einen Stoff, das ist Xeaxanthin, der die Netzhaut schützt,
gegen grauen Starn hat er Lutein, das ist für die Sehschärfe wichtig, und das Krotin, das im Safran ist, das regeneriert defekte Nervenzellen. Und die alten Griechen haben vor 2500 Jahren den Leuten Rosmarin, den Studenten, Rosmarin ins Haar geflochten, damit sie sich bei Prüfungen Erlerntes besser merken konnten. Und wenn jemand gestorben ist, dann hat man so ein Bündel Rosmarin ins Grab geworfen, damit man sich an ihn erinnern kann. Und heute weiß man, dass der Rosmarin einen Stoff hat, das ist die Carnosolsäure. Und die bewirkt tatsächlich, dass sie sich Erlerntes besser merken können. Und, war ganz ein wichtiger Punkt, ist, dass die Fettaufnahme im Darm geregelt wird. Und wenn man halt einmal schaut, wenn man halt normal isst, Gewürze sind nicht nur hohe Radikalfänger, sondern sind auch wichtig für die Fettaufnahme im Darm. Und wenn Sie jetzt einmal ein Gewürz hernehmen, das ist leider mein Lieblingsgewürz, das ist der Ingwer. Der Ingwer hat in der Gesamtpflanze 751 Wirkstoffe, medizinisch hat man bis jetzt 100 entschlüsselt. Und der Ingwer ist eigentlich für die Balance des Körpers zuständig. Wenn Sie heute Sushi essen, kriegen Sie eingelegten, gesleisten Ingwer. Warum? Sushi ist roher Fisch, hat sehr viele Bakterien. Der Ingwer ist ein hoher Bakterienkiller. Durch das Gingerol ist es sehr gut bei Kopfweh und bei Migräne. Er ist auch für die Fließfähigkeit des Blutes wichtig und ganz wichtig für die Gelenke und stärkt natürlich das Immunsystem. Jetzt gibt es den Knoblauch dazu. Viele würden den Knoblauch gerne essen, trauen sie aber nicht, kennen nicht, weil sie sagen, ich vertrage nicht. Jetzt gibt es eine wissenschaftliche Arbeit, wenn Sie Ingwer und Knoblauch zusammengeben, dann haben Sie zu 90% eine Knoblauchverträglichkeit. Sie riechen auch nicht nach Knoblauch, aber das Entscheidende ist, dass die antioxidative Wirkung von beiden Gewürzen um 50% nach oben geht. Und wenn Sie halt einen Kardamom hernehmen, weil wir jetzt in der weihnachtlichen Zeit gleich einmal sind, dann ist der Kardamom ein Gewürz, das die Araber in den Kaffee hineingeben. Warum? Weil der Kardamom die Magensäure senkt und die Magenschleimhaut auskleidet. Und die Profischachspieler kauen gerne auf Kardamomkapsel, weil der Kardamom im höchsten Maße den Gehirnstoffwechsel anregt. Die Araber nehmen ihn auch als Potenzmittel her, ja. Also für den einen oder anderen wirkt es, für den anderen wirkt es halt nicht. Ja. Und die Beduinen kauen gerne auf Kardamomkapsel, weil es das Zahnfleisch wie den Zahnschmelz stärkt. Und beim Zimt ist es ja auch so, der Zimt ist ein Gewürz, das vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren ein bisschen gescholten worden ist, weil man gesagt hat, Zimt ist schädlich, da ist Kumarin drin. Dazu muss man wissen, es gibt 2 verschiedene Zimtsorten. Das eine ist der Cassia-Zimt, der hat auf 1 Kilo 87.000 Milligramm Kumarin. Und das andere ist der Ceylon-Zimt, das ist der echte Zimt. Der schaut so aus wie eine Zigarre, lauter so kleine Blättchen hat der. Der hat nur 7.000 Milligramm Kumarin auf 1 Kilo. Also hat das Bundesamt für Risiko gesagt, jeder Mensch, der 60 Kilo hat, darf jeden Tag 16 Zimtsterne essen oder 4 Lebkuchen. Das eine, was rauskommt, ist höchstens, dass du dann ausschlägst wie ein Haflinger, aber sonst kommt dabei nicht viel raus. Und wenn man jetzt einmal schaut, wann nehmen wir den Zimt her? Wann nehmen wir Zimt her? Wir nehmen den Zimt ja nur an Weihnachten her. Warum? Weil wir da die schlimmste Kohlenhydrate essen. Zucker, Fett und Mehl. So, und da muss jetzt der Zimt her. Warum darf der Zimt nicht unter dem Jahr hergenommen werden? Ja, das ist eigentlich schade, dass man nicht einmal auf ein Karottengemüse ein bisschen Zimt drauf hobelt oder auf, sagen wir mal, Blumenkohl oder auf andere Hähnchen. Kann man wunderbar Hähnchen, Knoblauch, Vanille, Orange. Also man kann so tolle Kombinationen machen, wenn man nur nicht so überdosiert. Und das meiste ist ja, dass die Leute immer überdosieren. Und wenn ich zum Curry jetzt noch kommen darf, weil der Curry ist ja eine Mischung aus, sagen wir mal, 7 bis 20 verschiedenen Gewürzen, wobei wir in Erinnerung haben immer diesen gelben Curry. Die Inder kennen diesen gelben Curry nicht, weil in Indien gibt es den Curry und Curry. Ja, und die Engländer haben daraus den Curry gemacht. Und es ist ja so, dass die Inder diese Masalas kennen. Garam Masala, Chaat Masala, Tandoori Masala. Das ist bräunlich. Da die Gelbwurz da drin ist, im Curry kommt es bei uns etwas, sagen wir mal, gelblicher rüber. Und die Ayurveden haben ja vor 3000 Jahren den Leuten bei Magen- und Darmentzündungen Kurkuma gegeben. Man hat aber festgestellt, dass Kurkuma kaum ins Blut reingeht. Und jetzt ist man draufgekommen, dass wenn man Kurkuma mit schwarzem Pfeffer zusammengibt, weil schwarzer Pfeffer hat einen Stoff, das ist Piperin, dann ist die Resorbierbarkeit von Kurkuma um 2000% höher und damit wird er zum Leberentgifter, Blutfettsenker, leichten Cholesterinsenker und Blutfettsenker. Also sieht man, dass ein Gewürz, dass die Gewürze in der Mischung meistens so hoch vom Auflaufen. Und es gibt jetzt eine neue Studie, dass in der Nähe von Indonesien gibt es eine Insel, die nehmen bis zu 2 Gramm oder 3 Gramm Kurkuma, dass die kaum Dickdarmkrebs haben, weil das Kurkumin bei Dickdarmkrebs verwendet wird, und kaum Alzheimer. Und jetzt gibt es über 8000 Studien nur wegen dieser Wurzel, wegen dieser kleinen gelben Wurzel, die auch mit dem
Ingwer verwandt war, mit dem Ingwer verwandt ist. Und die Hildegard von Bingen, die auch ihr Wissen aus, sagen wir mal, aus den, von den Ägyptern, von den Römern und von den Griechen her hatte, die hat in erster Linie Galgant genommen. Das ist auch ein Gewürz, das sehr rosig riecht, sehr blumig. Der Ingwer riecht sehr zitronig. Und dieses Gewürz hat jetzt gerade wieder eine Renaissance, so wie es auch der Bärlauch hat. Bis zum 16. Jahrhundert war Bärlauch reine Medizin und der Bärlauch hat ja alle positiven Eigenschaften des Knoblauchs, nur riecht er nicht so stark. Und seit 1970 gibt es jetzt wieder Bärlauch im Marmelade drin und Bärlauch da und da. Jetzt spinnen sie wieder alle mit Bärlauch. Und früher wurde einfach, ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das, was ich den Köchen oder auch in der Kochschule den Leuten mitgeben möchte, ist, dass die einfach runtergingen mit der Temperatur, dass sie nicht alles zerstören, wenn sie Fisch zu heiß braten, das Eiweiß degeneriert, das ist ja nichts mehr wert, sondern dass sie vorsichtig mit der Temperatur umgehen, dass sie gute Grundprodukte hernehmen und dass sie es im letzten Fünftel vielleicht würzen, weil die Gewürze durch ihren sekundären Pflanzenstoff erst zum Schluss aktiv werden. Ja. Und wenn man es zu früh reingibt, dann riecht es zwar gut, aber sagen wir mal, das Effektive ist weg und Gewürze drehen dann gern und werden harzig. Und wenn man heute zum Beispiel zum Schluss, gebe ich immer gerne ein bisschen Zitronenschale oder ein bisschen Orangenschale rein, denn unter dem Gelben bzw. unter dem Roten, da wo das Weiße beginnt, sitzt ein Stoff, der heißt Navingin. Und Navingin verhindert, dass das Fett in die Fettzelle zu stark reingeht. Und beim Chili ist es das Gleiche. Der Chili ist auch ein Gewürz, das die Magenschleimhaut auskleidet in Maßen. Man hat medizinische Versuche gemacht mit einer präparierten Magenschleimhaut, wo der Chili drauf war, hat ein bisschen Alkohol draufgegeben, da war gar nichts und die nicht präparierte war eben verätzt. Und all diese Gewürze, die man auch Drogen nennt, sind, solange man sie in Maßen hernimmt, wahnsinnig gesund. Und wenn man es überdreht, dann werden die natürlich toxisch und dann ist alles das, was man zuerst gut gemacht hat, das ist dann falsch. Und wie gesagt, ich halte nichts von einer Diät, ich halte nur was von ausgewogener Ernährung. Und ich weiß nicht, wie viele Frauen das da sind, aber ich kann nur sagen, wir Männer wollen keine so rachitischen Bordelkramer, so Zutzler, die zum Lachen Keller gingen, sondern lieber ein Kilo mehr, denn solange sie ihr Gewicht nur langsam runterbringen, sind sie gesund. Wenn sie ihr Gewicht aber mal nicht mehr aufbringen, dann sind sie krank. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Schubeck, ich habe Ihnen ja nicht so viel versprochen. Er ist wirklich absolut überzeugend. Und was Sie da vorgetragen haben, ist ja eigentlich schon Stoff für mehrere Doktorarbeiten, wenn man da in Ruhe drüber nachdenkt. Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Schubeck hat mich ja auch schon überzeugt. Ich habe ihn neulich mal besucht. Da kam gleich eine Dame an und hat ihm ein Glas Wasser mit Ingwertropfen dann gebracht. Das wird dann pipettiert, genau dosiert. Und ich habe das jetzt auch zu Hause und ich trinke jetzt ja auch jeden Tag ein bisschen Ingwerwasser. Und schauen wir mal, ob es hilft. Also ich mache es so, ich habe jetzt Ingwer auspressen lassen, ja, den Saft einfach den Ingwer auspressen und den tue ich ein bisschen Alkohol rein und dann gebe ich halt immer so 2-3 so Pipetten in ein Wasser rein und ich schlafe am Tag ja nur 4-5 Stunden, was leider zu wenig ist, das muss ich auch mal sagen, und arbeite jeden Tag 18 Stunden und ich bin eigentlich topfit und nehme sonst keine Mittel, dass ich mich aufputsche oder muss 15 Kaffee trinken, sondern ich hänge an meinem Ingwer ein bisschen und ich finde, dass dadurch, dass der Ingwer auch ein hoher Leberentgifter ist, ist er natürlich, bist du ein bisschen frischer und man muss es halt täglich nehmen, das ist immer das. Wenn du einmal Tabletten nimmst, nützt dir nichts. Aber in dem Fall, dieses bisschen Ingwer, das ist nicht schlecht. Das Einzige, was nichts nützt, ist gegen Haarausfall. Das kann ich in der Kleid sagen, schauen Sie mich an. Also das hilft nicht. Also ich kann nur empfehlen, Prosecco, das ist eine seiner Spezialitäten, Prosecco mit Ingwer und ein bisschen Zimt drauf. Ja, genau. Das schmeckt fantastisch. Oder eine Weinschorle. Weil wenn Sie irgendwo eine Weinschale kaufen, außer bei mir, dann ist ja nicht immer der Wein das Beste, dann rücken Sie Ingwer rein, dann werden Sie feststellen, dass Sie sich am nächsten Tag wohl erfüllen und Kopfweh haben Sie auch nicht. Also auf geht's. Vielen Dank, Herr Schubeck. Vielen Dank. Dankeschön.